Ich habe ein neues Buch geschrieben. Und zwar auf Hochdeutsch. Also alle können das nicht verstehen. Das Buch heisst «Die Weiberbüchse». Und wir befinden uns bereits im zweiten Band von dieser Reihe, von dieser Bestseller-Reihe. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Die Auflagen sind vielleicht nicht so gross wie bei anderen, aber die erste ist ausverkauft. Fast! Es hat noch ein paar Energie-Exemplare. Das Schöne an diesem Buch ist, es ist gut und spannend zum Lesen. Aber es ist auch mit viel historischem Hintergrund, der absolut bemerkenswert, lehrreich, wichtig, lesenswert. Und das Vorwort, wisst ihr, wer das Vorwort hat geschrieben? Kein geringerer als der abtretende Bundesrat Ueli Maurer. Ich werde jetzt nichts aus diesem Buch lesen. Ich sage euch nur, es sind Geschichten aus dem Emmental. Kannst du mir das Buch geben? Ich sage euch nur, es sind Geschichten aus dem Emmental, wo sich nicht brauchen. Idiot, danke. So sieht es aus. Nein, ich habe Freude wie ein Sohn. Ja, wirklich Freude. Komm jetzt da, Wiesler, hör auf, plagieren und sag einfach, um was es geht. Es geht also um eine Geschichte, die sich vor 200 Jahren hat abgespielt. Und der Ueli Maurer hat geschrieben in seinem Vorwort, das lese ich jetzt noch heute, nun sind es aber die grossen historischen Ereignisse. Ich glaube, ich habe es echt gelesen. Es ging eigentlich so. Nun sind aber die grossen historischen Ereignisse immer auch das Schicksal der gewöhnlichen Leute. Unter anderem sind es die Malerei und die Literatur, die uns im grossen historischen Gesamtbild das individuelle Einzelschicksal näher bringen können. Auch wenn die Personen mitunter erfunden sein mögen, die Gemälde von Albert Anker oder Konrad Grob von den weisen Instanzen nach dem Franzoseneinfall oder Jeremias Gotthelfs Elsie, die seltsame Magd, zeigen uns Fiktion und so lebensecht, dass wir direkt Anteil nehmen können. In diese Tradition stellt sich der vorliegende Band. Nein, das ist nicht jemand, ich muss noch gleich kurz etwas vorlesen. Es ist so, also ich muss noch jetzt ehrlich sagen, es ist praktisch, also wenn ich jetzt nicht so alt wäre, würde ich sagen, es sei geil. Also wir haben hier die Hauptschauplätze Lützelflüh, Summiswald und Dürrenrot. Die müssen sich vorstellen, die Franzosen haben 1798 das Land überrollt. Und dann war natürlich die Besatzungsmacht da. Überall hat man die Freiheitsbäume aufgestellt. Ihr könnt euch so etwas Maitandli-mässiges vorstellen. Das war natürlich politische Symbol. Wir müssen irgendwelche, das war ja jetzt auch wieder Mode, an der WM Armbinden tragen. Das hat man dann auch müssen als Zeichen von der Ergebenheit. Oder? Und gut. Und dann hat es natürlich politische Veranstaltungen gegeben. Und die ich jetzt hier euch vorlese, die spielt sich durch den Rot ab. Weil die Hauptfigur von dieser zweiten Geschichte war ein Dürrenroter. Und den hat es auch gegeben. Der hat Schersami geheissen. Schersami, und Schersami ist eben mit Napoleon. Ihr müsst wissen, wo die Franzosen das Land haben eingenommen haben, hat unsere Regierung dem Napoleon 16'000 Mann verheissen, für seine weiteren Feldzüge. 9'000 sind mit auf Russland. Aber es hat sich herumgesprochen, dass der Soldatenverschleiß bei Napoleon ziemlich gross ist. Das mit dieser Mobilisierung ist ein bisschen harzig vonstatten gegangen. Freiwillige hat es eigentlich kaum mehr gegeben. Und dann hat man dann so die Kriminellen oder leicht Kriminellen oder möchte gerne Kriminellen oder wer immer einfach so viel wie möglich einfach Leute verurteilen für so einen Feldzug. Weil wir ja die Verpflichtungen der grossen Macht gegenüber einhalten wollen. Wir Schweizer sind ja loyal. Wir sind eigentlich schon im Voraus eilenden Gehorsam, sind wir da immer dabei, wenn sie nur mit der Wimpern zucken. Gut, lassen wir das. Auf jeden Fall,
Das ist er, Sami, hat auf den Feldzug müssen. Und er hatte eine persönliche Begegnung mit dem Napoleon gehabt. Und darum wissen wir auch, dass Cher Sami gegeben hat. Und das war eben so. Cher Sami konnte auch nicht so gut Französisch können. Und der Napoleon hat natürlich auch gerne gehört, es lebe der Kaiser. Vive l'Empereur. So in diesem Stil. Und dann hat sich der Sami das gemerkt mit dem Wort Pfeifenlampenöl. Und dann, die Begegnung mit Cher Sami ist eben konkret passiert, weil dann hat der Napoleon zu den Soldaten geredet für einen Angriff, dann, wo sie dann über die Grenzen sind, über den Fluss auf Russland. Und dann hat er zu seinen Leuten geredet und hat sie angesprochen mit «Liebe Freunde, Cher Sami und Cher Sami, Issi!» Darum, so war es eben mit dem Cher Sami. Und dann ist Cher Sami, und wie dass er verurteilt wurde, habe ich hier ein bisschen beschrieben. Es war bei einem Anlass gewesen, beim Freiheitsbaum. Eben, da hatten natürlich viele Franzosen rum. Ein Geiger ist unter dem Tandli gestanden. Die Leute mussten tanzen. Und jetzt tue ich schauen, wo ich anfange. Ich werde euch natürlich nicht alles vorlesen. Ich werde euch nur ein bisschen Geschmack geben. Der französische Leutnant bewegte sich gediegen zur Musik, hielt die rechte Hand in die Hüfte gestemmt. Seine Brauen befanden sich in einer angestrengten Bewegung, wobei er leise vor sich hinpfiff. Seine Tanzpartnerin mochte um einiges jünger sein als er, vielleicht knapp 20. Ihr braunes Haar, fest frisiert, bedeckte in leisen Scheitenwellen ihre Schläfen und bildete so den Rahmen für ihr sympathisches Gesicht mit der kleinen Stupsnase und den großen, dunklen Augen. Sie gab sich alle Mühe, mit dem Offizier Schritt zu halten. Dieser jedoch trippelte und tappte in so fremdartiger Manier umher, dass sie sich mehrere Male nur knapp vor einem Sturz retten konnte. Die Franzosen machten sich einen Spaß daraus. Der Leutnant steckte seinen Kopf noch höher. Die Enden seines gedrehten Schnurrbartes schienen Spieße zu werden. Misstrauisch und gleichsam gereizt musterte Sami den Leutnant. Seine Brauen zogen sich finster zusammen. Dann geschah es. Der Leutnant ließ das arme Mädchen einige Male mit atemberaubender Geschwindigkeit in großen Kreisen um sich herumfliegen, so dass es diesem schwindlig wurde und es sich danach kaum mehr auf den Füßen halten konnte. Es stolperte, stürzte und landete hart auf dem Pflastersteinboden. Die Franzosen lachten. Das blamierte Mädchen weinte. «Also hast du jetzt davon, du Zibberli Grenne?» rief einer ihrer heimlichen Verehrer aus der Menge heraus. Der Leutnant reichte dem armen Geschöpf die Hände, zog es wieder auf die Beine und machte dazu einen Mund, als ob er es küssen wollte. Nun aber ging bei Sami das Büchsenpulver lang. Er stürzte herbei und pflanzte sich vor dem Franzosen auf wie das jüngste Gericht. Dieser wiederum, selbstbewusster um sich blickend, als der Dienstgrad ihn nötigte, schnippte in die Luft und deutete mit nervösen Bewegungen auf Sami. Mit bissigen Befehlen schickte er sich an, diesen verhaften zu lassen. Jetzt aber sperrte Barry den Mund auf. Zu einem Kusse, dessen leidenschaftliche Sinnlichkeit den Franzosen keine angenehmen Gefühle in Aussicht stellte. Die vier anstürmenden Soldaten blieben stehen. «Barry, fass!» Wie ein Pfeil schoss der Hund auf den Franzosen zu, so als ob er nur auf diesen Befehl seines Meisters gewartet hätte. Barry war ein braver Hund, von Sami wie ein Bruder geliebt. Im größten Streit war der Barry zur Stelle und half seinem Meister.
Kein Wort hörte der Hund lieber als Barry Fass. Gab Sammy das Kommando, so sprang er den Gegner an und ungesäumt lag am Boden, was er zu fassen hatte. Auch wenn sich dann einer geschlagen gab, was meistens schnell geschah, ließ der Hund nicht los, bis Sammy sagte, «Barry, gang denn!» So auch diesmal. Während der Franzose um sein Leben bangte, handierte Sammy an seiner Tabakpfeife herum, brachte sie wieder ins Gleis, stopfte frisch und achtete sich nicht groß der Steine und Scheiter, die auf einmal durch die Luft flogen. Eine vaterländische Schlägerei hatte begonnen. Der Vorfall mit dem Leutnant hatte den gärenden Volkszorn zur Explosion gebracht. Erst schlug man auf die Franzosen ein. Plötzlich jeder auf jeden. Franzosen und Bürger durcheinander wie Kraut und Rüben. Aus allen Richtungen hörte man Schreie. Wild brüllte es in allen Tönen, in Französisch und in Berndeutsch. Floh einer in die Taverne, flog er von da postwendend wieder heraus, manchmal auch durch das Fenster. Wer einen Franzosen umgerannt hatte, ließ ihn nicht liegen, sondern kniete auf ihn und drückte ihm die Kehle zu. Suchte einer hinter dem Brunnen Deckung, ward er bald in denselben hineingeworfen. Die Frau des Weibels zappelte hilflos im Wasser, gleichsam eines auf dem Rücken liegenden Käfers, und schrie Zetter und Mordio, weil ihr der Rock verkehrt über dem Kopf schwamm und sie glaubte, ertrinken zu müssen. Monsieur Jean hielt stramm die Stellung unter dem Freiheitsbaum und spielte die Marseillaise. Ein Trommler rattete dazu den Berner Marsch. Und der Segris rannte zur Kirche hinüber und läutete mit allen Glocken Sturm. Lärm und Spektakel waren gross. Löschte sich der Streit an einem Ort, flammte er woanders umso gewaltiger auf. Es war ein Wunder, dass nicht Hälse gebrochen oder lebenswichtige Organe aus den Leiben gerissen wurden. Sammy, der noch nie viel vom Pressieren gehalten hatte, fand es auch diesmal nicht angebracht, eine Ausnahme zu machen. Erst als seine Pfeife ordentlich brannte und die Franzosenuniform gehörig in Fetzen herunterhing, machte er «Barry, gang denn!» Barry meinte ebenfalls nicht, dass besondere Eile am Platze sei, sperrte noch einmal das Maul auf und drückte dem Leutnant die Zähne ins Gesicht, allerdings ohne zuzubeißen. Dann erst ließ er es gut sein mit seinen Zärtlichkeiten. Der Franzose fluchte und der Munizipalitätspräsident begehrte mörderisch gegen Sammy auf. «Du verfluchter Halunke, dir werde ich es zeigen. Du musst dahin, wo du längst hin gehörst. Dein Hund muss zum Schinder und du zu den Roten.» «Wenn du das Haupt vor Gemeinde musst, dann möchte ich aber nicht wissen, wie das Vödel aussieht», sagte Sammy, drehte sich um und machte sich davon.